Hallo und herzlich willkommen bei meinem heutigen Herz-zu-Herz-Live-Talk. Impulse aus dem Moment, Impulse aus dem Leben verschiedener Menschen, um dich zu inspirieren. Wie gehen andere Menschen gerade damit um, was da draußen so passiert und wie sorgen sie für sich? Und heute im Gespräch, und da sage ich gleich mal Hallo, habe ich die liebe Tina Buch. Hallo, liebe Tina. Und hallo. Voll, voll schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total und von Herz zu Herz, das ist ja absolut mein Thema. Das stimmt, absolut. Ja, liebe Tina, ich beginne dich auch gleich mal vorzustellen. Und zwar, du bist ja Yogalehrerin aus Leidenschaft. Du bist klangverliebt, arbeitest sehr viel mit Klangschalen. Du bist Autorin des Buches Klangyoga für Kinder. Du bist gleichzeitig auch Mama von zwei Kindern. Du bist Expertin für Online-Yoga und Organisatorin des großen Yoga-Online-Festivals Stay Strong, Shine On. Und dieses Festival, das war ja über 10 Tage, jetzt im Mai, Anfang Mai, und hatte über 80 Referenten aus ganz Europa, aus Thailand, Indonesien, über 100 Workshops und mehr als 1300 Teilnehmer. Und ja, das muss man sich jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Und mit deinen Einnahmen von 3.500 €, ich glaube, da hast du ja auch einen Teil davon gespendet, ne? Ja, die Spenden waren tatsächlich sogar noch höher. Wow. Und ich muss das ja versteuern, was ja auch okay ist, ne? Ich bin ja kein Verein, das habe ich schon abgezogen. Und mein Webmaster hat auch ein bisschen was davon abbekommen. Und es waren 3.500 € dann übrig, die ich spenden konnte. Wow, wow. Oh, das ist so schön. Und ich muss dir sagen, ich habe ja auch diese große Gelegenheit und da nochmal auf meiner Seite eine ganz, ganz große Wertschätzung, ja, dass ich da mitmachen durfte. Und es war immer so eine wunderschöne Stimmung und so, so tolle Leute da einfach, weißt du, die auch wirklich an sich, ja, was mit sich machen wollen, die in die Ruhe, in die Entspannung kommen wollen. Und da geht jetzt auch meine erste Frage hin, liebe Tina. Du hast ja über das Festival eben so, so viele Menschen berühren dürfen. Du hast viele kennengelernt und auch sicherlich auch viel reingespürt in die einzelnen Workshops und in die Teilnehmer. Was hast denn du so wahrgenommen? Was brauchen denn die Menschen gerade da draußen? Also ich habe wahrgenommen, dass die Menschen vor allen Dingen Zuversicht brauchen und auch Mut, sich für Neues zu öffnen. Also sowohl Yogalehrer als auch Teilnehmer. Ich habe das irgendwie beobachtet und fand das so schön, weil es waren wirklich viele Menschen, die Zoom das erste Mal genutzt haben, sowohl Teilnehmer als auch Yogalehrer, die dann ganz mutig waren und die sich vorher vielleicht gar nicht vorstellen konnten, dass man da auch so eine ganz wunderbare, magische Energie erzeugen kann und auch so ein Gemeinschaftsgefühl kreieren kann und dann wirklich völlig richtig geflasht und berührt waren. Und ich habe ganz viele Mails bekommen von Menschen, die jetzt wirklich sagen, ja, ich gehe jetzt los. Ne? Die einen, die halt mehr dann auch zum Beispiel so Zoom-Geschichten anbieten, die anderen, die es mehr nutzen, die sagen, das ist auch schön, dass man überall mal gucken kann, wer bietet was an. Und ja, ne, die einen bieten das an, was mir gut tut, die anderen bieten das an, was mir gut tut. Und das ist so wichtig im Moment, dass man den Fokus wieder mehr darauf bringt, was ist eigentlich das Geschenk in dieser Krise? Und da gibt es auch so vieles, ne, für die Natur und für uns Menschen. Ja, und das war einfach auch so eine Einladung, das für sich auch so ein bisschen zu finden. Und ich glaube, das ist mir schon gut gelungen. Absolut, also wirklich auch wunderschöne Stimmung. Ich habe ein paar Workshops auch reingeschaut und auch in meinen so, so schöne Stimmung. Und man merkte einfach, ja, es geht darum, tatsächlich eben, so wie du gerade gesagt hast, diesen Fokus auf das Geschenk dahinter zu lenken. Was ist denn für dich das Geschenk aus dieser Phase? Für dich persönlich? Also das ist ganz witzig, weil ja, ich habe mir Anfang des Jahres ein Vision Board erstellt und da standen halt so bestimmte Sachen drauf. Mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für mich selber, mein Online-Business mehr aufzubauen und tatsächlich auch offline ein bisschen weniger zu machen, weil ich biete ja hier im Raum meine Kurse an, ich mache Seminare, ich biete Yoga-Reisen an. Ich war einfach im letzten Jahr sehr viel unterwegs und da war dann so der Wunsch, da wirklich einfach mal ein bisschen mehr zu Hause zu sein und von mir aus zu arbeiten. Und vor ein paar Wochen haben meine Kinder dann so gesagt,
Mama, du bist gruselig. Du bist schuld. Du hast das so gut manifestiert. Also das alles sind so wirklich Geschenke, für meine Familie da zu sein, aber auch so für die Menschen da zu sein, denen so ein bisschen Inspiration auch zu bieten. Ja, dass man halt diese Krise auch als Chance nutzen kann, gerade auch mit dem Online-Business und einfach mal wieder so ein bisschen bei mir anzukommen und auch zu gucken, ja, was will ich eigentlich? Hm. Und wo darf es dann so hingehen? Ne? Hm, wow, hat eine schöne, ruhige Phase für dich beschert, sozusagen, diese Zeit jetzt. Ja. Was hast du denn gerade zu Beginn, als wir alle ja diese Unsicherheit auch groß mal so eine Angst gespürt haben. Was hast du denn zu Beginn für dich gemacht? Hast du da irgendwie eine besondere Praxis für dich gehabt? Und auch jetzt, wo es so ein bisschen ein Alltag wird? Oder hat sich das verändert über die Zeit? Das hat sich in der Tat verändert, weil das war für mich am Anfang natürlich auch ein Riesenschock. Ich gehöre durch mein starkes Asthma zur Risikogruppe. Mhm. Und ich hatte dann auch noch ein paar Termine, die ich eigentlich hätte machen müssen, wo ich dann schon gedacht habe, oh, ich will da gar nicht hin. Ich habe einfach Angst. Ich muss mich so ein bisschen schützen. Und ich habe ganz viel Halt über die Yoga-Community tatsächlich bekommen. Ganz viel über Austausch oder auch über eine ganz liebe Yoga-Lehrer-Kollegin, die bereit war, mich zu vertreten auf einer Reise. Das hat mir wirklich eine große Last abgenommen. Letztendlich ist die Reise gar nicht mehr stattgefunden wegen der ganzen Krise. Aber das waren so Sachen, wo ich so gemerkt habe, so ja, diese Verbindung zu den Menschen, das ist wirklich das, was einem Kraft gibt. Und ich selber mache natürlich, also ich liebe Yin-Yoga. Das ist so das, was mich wirklich inspiriert, was mir gut tut. Da habe ich natürlich meine eigene regelmäßige Praxis. Ich schreibe jeden Tag in mein Tagebuch, also ich journal da, schreibe ein Dankbarkeitstagebuch, um auch wirklich so den Fokus auf das Gute zu lenken. Da habe ich im letzten Jahr mit angefangen und ich habe gespürt, wie kraftvoll das ist und dass man dadurch tatsächlich noch viel mehr Gutes in sein Leben zieht, ne, weil sich der Fokus einfach ändert. Also man guckt immer gar nicht mehr so, ja, was fehlt mir eigentlich, sondern was ist eigentlich das große Geschenk, ne? Wofür kann ich dankbar sein? Und das alles ja, hilft mir dann auch wirklich durch die Zeit zu kommen und auch immer mal wieder so im Moment anzukommen. Wow, da hast du jetzt ganz schön viele Impulse auch schon mitgegeben. Danke dir, ja. Also sei es jetzt das Dankbarkeitstagebuch, das Journaling, generell das Tägliche, auch deine Praxis, ja, sei es jetzt Yin oder eine andere Art. Das ist ja sehr individuell oft, was jemandem gut tut. Ich persönlich liebe auch Yin-Yoga. Es bringt einen einfach so in die Entschleunigung auch, gell? Es ist wie ein meditatives Yoga im Endeffekt. Ja, und ich möchte gerne jetzt mit dir noch eine Frage so in so einen Schlenker in die Dankbarkeit rein, weil du es jetzt gerade erwähnt hast. Wie hast du das, wie nimmst du es als Gefühl wahr? Spürst du das auch irgendwo im Körper, diese Dankbarkeit? Also schreibst du es oder notierst du es dir auf und gehst du dann ins Gefühl oder wie machst du das? Genau, ich spüre so ein bisschen in mich hinein und spüre, was fühle ich jetzt eigentlich und auch so ein bisschen warum. Also mal gehe ich erst ins Gefühl und dann gucke ich, warum fühle ich mich so gut oder so. Also das spüre ich oft im Körper. Es ist ein warmes Gefühl im Bauchraum, im Herzraum. Und es ist halt so, dass ich mich dann auch sehr sicher, also sehr gut verwurzelt fühle tatsächlich. Und also das ist so dann die Kombination. Und wenn ich merke, ich bin in so einem liebevollen und sicheren Gefühl, gucke ich natürlich, woher kommt es? Oder wenn ich dann manchmal überlege, was war heute gut, und ich notiere das dann, manchmal kommt dann auch erst das Gefühl. Also das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Wow, so, so schön. Danke dir, dass du uns da auch verraten hast jetzt, ja, wie du es tatsächlich ganz konkret machst in deinem Alltag, weil das ist so, so wichtig, diese Dankbarkeit, das ist von der Frequenz her, von der Schwingung her, so wie du vorher gesagt hast, ja, das zieht nochmal so viel mehr in unser Leben, Gutes in unser Leben, ja, und auch, ja, auch wunderschöne, kraftvolle Energie, sodass wir uns auch aktiver und wacher fühlen dann tagsüber. Ja, liebe Tina, das ich kann es jetzt nur mehr zusammenfassen, all deine wunderschönen Impulse. Du weißt ja, ich möchte es immer so alltagstauglich wie möglich halten, meine Herz-zu-Herz-Live-Talks. Ich danke dir für diesen
ja, für diesen Einblick in deine Dankbarkeitspraxis, in deine Routinen. Und ich danke dir auch für alles, was du jetzt gerade in dieser Phase für uns Menschen, ja, für alle Yoga-Lehrer da getan hast. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier heute dabei sein durfte und meine Ideen auch teilen durfte und vielleicht inspiriert das ja auch den einen oder anderen. Da würde ich mich sehr freuen. Und ja, auch dir lieben Dank für deinen Einsatz auch ja, im Netz und dass du so viel Tolles und Positives rausbringst. Also ich glaube, wir machen im Moment eine ganz wichtige und wertvolle Arbeit. Vielen lieben Dank. Danke dir, absolut. Also vielen Dank, liebe Tina. Ich schicke dir ganz viele Küsschen. Hoffe, genau. Und ich hoffe, wir treffen uns irgendwann mal in real time. Ja, das wäre toll. Da würde ich mich freuen. Also, tschüss. Schönen Abend.